schöner Name? Miguel. Miguel, ja, da ist er. Genau. Als Quizmaster dabei, Coriolan und dazu eben der gut gestartete Dixon. Jetzt geht es in den ersten Bogen. Als Quizmaster ein paar Probleme im Bogen gehabt, ist etwas zurückgefallen und die Führung auf den Weg in die Gegenseite hat also Dixon übernommen. Dixon führt mit Coriolan warm und innen, dahinter der Seite Mailand vorne, dahinter Corbin an dritter Stelle, dann All My Loving und von weiter hinten bringt sich dann Quizmaster nochmal in Position 5. Vorne war im Übergang, das heißt 400 Meter vor der Linie, ist Dixon noch etwas enteilt, muss man sagen. Dixon klar vorne, das sind 5, 6 Längen vor Varon. Für Platz 3 kommt All My Loving durch, vorbei an Corbin, dann kommt Coriolan ihm nochmal näher und außen Quizmaster, aber hier vorne, das ist Einbahnstraße. Das ist für Dixon ein klarer Vorteil. Und Dixon, das wird der dritte Tagessieg für Thomas Hansen sein, der ist überlegene Ware hier. Gewinnt das Rennen locker und leicht. Dixon der Sieger vor Varon. Dahinter All My Loving, dann Quizmaster, Coriolan bis hin zu Corbin und Flotte Biene, dann Mailand. Was hat die Flotte Biene gesetzt? Der zweite Karriereerfolg. Und dann wollen wir hören, wie es im Rennsattel war. Ich glaube, arbeitslos war fast im Rennsattel. Das wird er dir wahrscheinlich gleich sagen in der Antwort. Arbeitslos ist schön, ja. Wir wollen gleich mal Thomas Hansen fragen. Erstmal, Tore, toller Tag, herzlichen Glückwunsch zum dritten Mal. Ja, vielen Dank, ist immer schön, dass man ein paar Sieger reiten kann. Aber ich glaube, die Dame, die du in Fragen steht, da unten ist ihr Pferd und ich bin schon den ganzen Tag sehr aufgeregt. Aber schön, dass alles geklappt hat und ja, man so eine Reaktion auskommt. Ich bin einfach dem Pferd und Tore so dankbar. Ich reite ihn jeden Tag selber im Training. Und ich bin einfach so glücklich, dass er gewonnen hat. Was sind das für Gefühle, wenn das Pferd das eigene vorne so wegmarschiert? Und fast unbeschreiblich. Was hat denn der Trainer vorher gesagt? Ich glaube, er ist gerade im Urlaub. Stimmt das? Ja, der Trainer hat ein bisschen besseres Wetter als wir hier. Er ist momentan in Dubai. Also ich hoffe, dass es gut geht. Ganz einfach Order gehabt, so wie er zufrieden ist. Und wenn ich vorne gehen kann, soll ich vorne gehen. Das haben wir gemacht. Und ich bin überrascht, dass ich mich umgedreht habe, muss ich ehrlich sagen. Kam irgendwie nichts, ich habe nichts gespürt und auf einmal bin ich umgedreht und ich war 10 Längen vorne. Also war schon eine sehr starke Leistung, im Grunde hat das überhaupt gemeistert und wie gesagt, es ist sehr schön, wenn es so direkt so aussieht.